Brotwurst werden hergestellt. Klamotten ebenso. Jawohl! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Verstanden! Aber hier haben wir auch noch mehr als Wir sehen, Platz. Wie gut ihr für eure Siedler sorgt und glauben, dass wir euch vertrauen können. Deshalb bitten wir um eure Hilfe. Wir wollen uns vom Joch Crimson Sabbats befreien. Bitte helft uns dabei, ihre Truppen in San Ramos zu besiegen. Jetzt, da Crimson Sabbats Truppen verjagt wurden, sind wir endlich wieder frei. Als Belohnung werden wir euch Güter senden. Banditen in dieser Gegend machen es uns unmöglich, den Hafen zu erreichen. Crimson Sabbat unternimmt nichts, um sie aufzuhalten. Könnt ihr uns helfen? Ei! Ei! Schon unterwegs! Nicht aufgeben! Angriff! Schon unterwegs. Ei! Also ja, wir haben unseren ersten Handelspartner. Der würde uns Kühe verkaufen, was praktisch wäre. Ja, schließen. Und ja, das hier oben können wir leider nicht erreichen. Das ist das Blöde an der Sache. Stürmt los! Schickt mehr Munition! Ei! In den Kampf! So, das Banditenlager wäre weg. Alles klar. Und ich könnte hier, jetzt wenn ich mehr Gold hätte, oh, da ist ein alles klar. Weiteres Dorf. Verstanden. Und ich habe keine Ahnung, wo Crimson Sabbats Truppen schon wieder abgezogen sind, die das Dorf da bedrohen. Seid gegrüßt, Ritter. Crimson Sabbat erlaubt es nicht vielen Fremden, durch diese Lande zu ziehen. Kommt später wieder, wenn wir wissen, dass ihr eure Siedler gut behandelt. Verstanden. Oh, jetzt kann ich auf euren Befehl das hier befestigen. Also mal gucken. Hier brauche ich nichts zu machen. Hier müsste ich zumachen wahrscheinlich. Kann ich mal kurz drehen. Ja, okay. Das ist ein Einmarschgebiet. Und hier zum Nachbardorf müsste ich halt auch zumachen. Ich habe hier zwei Steinbrüche, wenn ich richtig sehe. Ja. Oder verdecke ich jetzt gerade mit meinem Militär den dritten? Nein, ich habe nur zwei. Alles klar. Wie ihr wünscht. Also ja, das Banditenlager, da muss zerstört werden auch. Ja, indem wir hier eine Straße ziehen, können wir hier so einen Block machen an Gebäuden. Können wir sogar gerade damit anfangen. Und er sagt nämlich, das Lagerhaus ist voll. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ihr besitzt die Frechheit, in meinen Landen zu siedeln?
Für diese Beleidigung werde ich euch vom Antlitz der Erde fegen. Soldaten, macht euch zum Angriff bereit. Das klingt nicht so schön. Falsche Taste, die Taste brauche ich. So. Muss mal wieder grad stellen. Und hier an die Hauptstraße anschließen. Und hier auch gleich die Kräuterhütte errichten. So, wir brauchen noch etwas mehr Geld, um das Lagerhaus ausbauen zu können. Sofort! Auf euren Befehl! Würde ich sagen, machen wir erstmal hier den Zugang zu. Was wir natürlich wieder nicht können, weil wir keine gescheite Pokémon aufbauen können. Ich würde ja am liebsten einfach nur zumauern. Gelände ist zu uneben. Na, das ist auch nicht schön. Auch außerdem eh mehr Steine. Hola! Ihr scheint sehr begabt darin zu sein, Probleme zu lösen. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Bitte helft uns, O Ritter. Lange genug haben wir unter Crimson Sabbats eisernem Griff gelitten. Bezwingt ihre Truppen in Gran Lorcha und wir werden uns euch anschließen. Hilfe! Alles klar! Ein Gebäude steht in Flammen. Alles klar. Jawohl. Stürmt los. Auf euren Befehl. Verstanden. Sofort. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Wir werden angegriffen. Das war gar nicht so schlimm, wie es mir vorkam. Wie ihr wünscht. Ja, die Straße noch mal abreißen. Die muss ich, glaube ich, etwas breiter bauen. Jetzt brauche ich Stein, um die Kirche auszubauen. Irgendwo sind Steine verloren gegangen, habe ich das Gefühl, als ich den Dinger in Auftrag gegeben habe. Jawohl!
Jawohl! Ja, ich habe den einen Schwertkämpfer verloren und auch hier einen Schwertkämpfer. Wir hoffen, dass bald... Achso, Siedlerlimit erreicht immer noch. Ja. Da kommt eine Fuhre Stein, sehr schön. Ja, Weizenproduktion läuft gut. Wahrscheinlich, weil die Leute wieder mehr Brot, Wurst futtern als Brot. Oh, und die senden uns regelmäßig Holz. Ja, wie praktisch. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, die haben Schafe. Schafe wären mir wichtiger, ehrlich gesagt, im Augenblick als... Ja. Aber ja, ich muss gucken, dass ich diesen Weg hier erstmal zumache. Sobald ich meine Kirche ausgebaut habe. Was jetzt passiert? Begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Oh, ich kann ihn doch etwas schmäler machen. So. Ja. Schwertkämpferkaserne hierhin. Bogenschützenmacher hierhin. Bogenschützenkaserne hierhin. Sehr gut. Ja, jetzt immer noch das leidige Thema mit diesem Zugang hier. Müssen wir erstmal auf Steine warten. Können jetzt aber... Oh, Milch. Milch ist praktisch. Können wir nämlich eine Käserei hier errichten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, die wollte ich jeweils eins ausbauen. So, neben der Käserei, also hier, mache ich jetzt allerdings einen Weg. So, dann passt hier nämlich noch ein Gebäude rein. Nämlich unsere Apotheke fürs Erste. Ja, ich kann überall ein bisschen so blockweise jetzt bauen in der Mission. So, jetzt kümmern wir uns endlich mal um diesen Zugang hier. Ich könnte auch theoretisch... Ja, das bringt mir allerdings auch nichts, wenn ich so baue.
Alles zu uneben und auf der Seite wahrscheinlich... Ne, auf der würde es gehen. Ach ja, und ich habe das Tor verkehrt rum. Nein, wieder umdrehen, bitte. Hm.